Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Postapokalypse Now auf einem neuen Server. Ich hoffe, es geht. Es geht halt hart immer noch nicht. Und ich frage mich halt... Muss ich vielleicht einfach die Waffe hier wegschmeißen, damit das geht? Nein. Muss ich wahrscheinlich einfach das hier da wegschmeißen, damit das geht? Auch nicht. Okay. Nehmen wir das vorsichtshalber mal mit. Ich habe wahrscheinlich irgendwas umgestellt. Ne, eigentlich nicht. Ich kann hier nichts umstellen. Auf jeden Fall, willkommen zurück hier bei Postapokalypse Now. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast heute hier am Start. Am, weiß ich nicht, was für ein Tag. Schreib es doch in die Kommentare, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall sind wir hier in der letzten Folge stehen geblieben. Was ist da oben? Ach, nichts. Stehen geblieben und looten uns jetzt hier ein bisschen auf, obwohl es uns das wahrscheinlich erstmal nichts bringt. Und es ist, glaube ich, ein neuer Server, so wie ich weiß. Weil es schneit hier und es ist kein Regen. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein Grund. Nee, weiß ich nicht. Das ist... Ja, ihr wisst schon. Ja, gut. Mhm. Wir sind ja noch am Bahnhof und gehen jetzt einfach mal über die Brücke und gucken mal, wo uns dieser Weg dann hinführt. Hier ist ja noch diese Traktor, den man erstmal nicht verwenden kann, da uns noch wahrscheinlich Benzin und sonstiges Gedöns fehlt. Die Räder hat er noch dran. Ja, wahrscheinlich einfach nur Sprit, Spreit. Es gibt natürlich auch andere Produkte wie Cola, Fanta und so weiter. Jetzt nicht nur Sprite. So, und auf jeden Fall... Sind wir da lang schon mal gegangen? Ich glaube, wir sind noch nie da... Doch, sind wir auch schon mal lang gegangen. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, in der ersten Folge sogar. Das sind wir da lang... Nee, in der zweiten. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir da schon mal lang gegangen. Hier könnte man auch runter. Bringt uns das was? Weiß ich nicht. Wir sind aber wahrscheinlich noch nie da lang gegangen. Da geht es auch wahrscheinlich nicht weiter. Was ist das denn da oben für ein Strom? Das ist so wie Blitze, ne? Ja, nichtsdestotrotz würde ich schon gerne was essen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ist es wegen dem Rucksack? Ist es jetzt buggy? Ist es jetzt... Kann ich den Rucksack auch wieder ausziehen? Ja, Leute, ihr seht es. Ich habe halt noch keinen Plan, aber... Wahrscheinlich wird dann irgendwann mal so ein Bugfix kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das Entwicklerteam ist. Müsste ich mir mal schlau machen. Werde ich demnächst bestimmt auch machen. Und, oh scheiße, da ist ja ein Wolf. Kann ich den mit den Schlangen? Oh, hab ich schon geortet, okay. Aber die sind jetzt anders. Oh, das ist so ein Brownie. So ein brauner, schöner Wolf. Willst, kann ich dich als Haustier haben, mein Lieber? Bitte. Mein Lieber. Nicht so aggressiv, bitte. Nicht so aggressiv, mein kleiner Bengel, du. Du bekommst hier einfach mal auf die Mütze. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist eine schlechte Erziehung genossen, oder was ist mit dir schiefgelaufen? Stirb! So. Mir geht's natürlich gut und ich habe natürlich keine Aggressionen hier am Start. Und muss natürlich sagen, dass mir das sehr gefällt, dass wir mit so einem Knüppel hier einfach so einen Wolf erlegen können. Ich meine, da müssen wir ja eine beachtliche Schlagkraft hier an den Tag legen, damit so ein Vieh überhaupt umfällt, damit es den überhaupt juckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit so einem Verband drumherum... Was war das für ein Step? Verband drumherum wehtun könnte. Ich meine, bis du da mal zugeschlagen hast, hast du erstmal das Bein ab. Da machst du dann auch nichts mehr so schnell. Weißt du, was ich meine? Da bist du dann auch verloren in der Wildnis dann. Wenn du dein Bein verloren hast. Hast du einen Wolf zwar getötet da mit 20 Schlägen, aber bist dann halt ohne Bein da. Das ist natürlich auch Survivor-technisch jetzt nicht ganz so vom Vorteil. Würde ich jetzt hier behaupten. Vor allem, wenn es so kalt ist und so auch noch. Ich meine, du kommst ja nicht vorwärts, du kannst nicht ins Warme fliehen. Du brauchst wahrscheinlich 5 Stunden. So, die Frage aller Fragen, meine lieben Leute. Gehen wir nach oben, gehen wir nach unten. Was ist denn das für eine coole Mucke? Ich sage, wir gehen nach unten. Nach unten. Oh, mir gefällt diese Melodie gerade. Diese atmosphärische, coole Melodie. Erinnert mich ein bisschen so an I'm damn hungry. You're damn hungry. An, was erinnert mich das gerade so? So ein bisschen... So einen japanischen Touch. Irgendwie.
Ein bisschen, ne? I need something. Das Ding ist, wie haben wir ihn genannt? Wie haben wir ihn genannt? Freddy? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie wir den genannt haben. Fuck. Haben wir überhaupt einen Namen vergeben? I need something. Da ist er wieder. Er wartet also noch auf uns. Unser größter Rivale. I'm damn hungry. Der Bär. Wir kommen wieder zurück. Und dann essen wir von deinem Fleisch. Wart's nur ab. Nur ein bisschen Geduld. Oh, goddamn, I'm hungry. Ein klein wenig Geduld, lieber Bär, und dann wirst du draufgehen, glaub mir. Ich habe mich also jetzt umentschieden und gehe die Straße hoch. Die Straße der Hoffnung gehen wir jetzt hoch, Leute. Die Straße, die uns dahin führen sollte, wo Leben ist, wo Leben besteht, wo es Überlebende gibt. Eine Quelle der Nahrung ist auf diesem Pfade erkennbar. Eine Quelle des Lebens. I'm damn hungry. Aber, da kommt das beliebte Aber in der Gesellschaft, dieses Aber. Wieso gibt es das überhaupt, dieses Wort? Aber, dieser Weg ist natürlich steinig und schwer. Ein langer Weg und wir können auch sonst nichts essen. Kritischer Hunger. Ja, Junge, also wenn du nicht essen willst, also du guck mal, du hast Hunger, ne? Also, du siehst ein bisschen, will nicht sagen abgemagerter aus, aber schon. Willst du was essen? Du hast Hunger, du hast Essen really, im Rucksack. Really, wahrscheinlich liegt es echt am Rucksack, ne? Ist mal ohne Scheiß. Kann ich das droppen? Wie kann ich den Rucksack droppen? Also das kann ich droppen, das kann ich droppen. Ich kann mein Leben droppen. I need to eat something. Aber ich kann sonst nichts droppen, ne? Vollbild haben wir schon. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann ja auch draufklicken, wie ich will. Es passiert einfach gar nichts. Denn irgendwas ist hier komisch. Vielleicht ist es die Munition. Vielleicht ist es da, ich weiß es nicht. Ah, ich kann überall draufklicken. Und das Ding ist, wir haben ein Feuerzeug und wir werden wahrscheinlich sterben. Oh mein Gott, wie unfair ist das Leben? Das Leben ist nicht gerecht, meine lieben Leute, hier in dieser apokalyptischen Welt. I'm damn hungry. Ja, du are damn hungry, mein Lieber. Du hast einen Fisch im Winter. Du sollst nicht meckern. Du könntest den Rucksack einfach quasi ausziehen, kurz öffnen, den bestimmt gut riechenden Fisch rausnehmen und einfach mal da reinbeißen. I'm hungry. Ja. Ich unterhalte mich, by the way, gerne mit ihm, da ich sonst einfach keinen haben, mit dem ich mich unterhalten könnte hier in dieser Welt. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen bekloppt bin, aber ich meine, ihr seid ja größtenteils gewohnt. Falls du neu auf diesem Kanal bist, ich bin immer so, ich bin bekloppt. Musst du dich leider dran gewöhnen. Das ist, weiß ich nicht, gang und gäbe, würde ich sagen. Auf dem Kanal von Luzi, ja. Ja, das ist halt, da kann man nichts machen. Da kannst du drehen und wenden, was du willst. Das bleibt so, das ist nicht mehr rückkehrbar, gibt es das Wort überhaupt? Nicht mehr, blablabla. Kann man nicht mehr zurückdrehen, das ist so, ich bin so, das ist. Okay, die Schränke kann ich noch öffnen wenigstens. Da unten diese geheime. Nö, ihr wisst schon, diese geheime Schublade. Da ist oft eine Waffe drin. Das habe ich mir gemerkt. Meistens ist da auch einfach der Geistesstuff drin, hat man mir gesagt. Aber gerade wie es aussieht, haben wir nicht so viel Glück. Können aber dennoch hier noch ein bisschen rumschnüffeln. Wobei, es bringt uns ja auch gar nichts gerade. Doch, es bringt uns was, wenn wir eine Waffe finden. Oh geil, ey. Es ist da Ohrsaft drin und wir können es nicht mitnehmen. Mann, das ist so unfair. Die Welt ist so... Was ist das denn? Ein Donut, Alter! What? Weißt du, wie lecker jetzt so hier im Winter so... einen Donut einfach mal zwischen die Kiemen legen. Und hier haben wir sogar noch einen Korb. Hier können wir Bären pflücken. Wobei in dieser Zeit wahrscheinlich keine Bären pflückbar sind. Der Brunnen ist kaputt. Wahrscheinlich auch eingefroren.
Da kann man halt auch nichts mehr machen. Das ist schade. So, und hier hätten wir natürlich noch wunderbaren Loot bestimmt. Alter, das ist nicht euer... Beef Jerky liegt hier drin. Und wir müssen zusehen, wie das da drin vergammelt, oder was? Das ist nicht fair. Nee, das ist ganz und gar nicht fair. Ich bin zutiefst schockiert. Ein Feuerzeug finden wir auch noch. What the fuck? Das kann aber nicht euer Ernst sein, gerade jetzt mal ohne Spaß. Was ist das denn für ein Karma? Ich lege mich jetzt ins Bett und dann sterbe ich einfach vor Hunger. Mann, das ist doch nicht gerecht hier. Das ist unfair. I'm thirsty. Obwohl, Couch oder Bett? Was sieht bequemer aus? Das sieht ein bisschen wärmer. Obwohl, nee, ist nicht mal eine... I'm hungry. Ja, okay, ist auch keine Decke. Ich glaube, die Couch ist dann schon ein bisschen gemütlicher, falls die Heizung hier noch läuft, dann... Oh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Da kann man auch ein bisschen Wärme. Naja, gehe ich hier raus. Ja, wie gesagt, falls jemand weiß, was das jetzt wieder für ein neuer Bug ist hier mit dem... Ich kann nicht essen Bug oder was auch immer wie man das nennt. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe echt keinen Plan, was das soll. Also wahrscheinlich liegt es am Rucksack, der verbuggt ist oder so. Aber ich kann ihn auch nicht mal runterziehen oder wegdrücken oder... ablegen, öffnen, whatever. Geht einmal nicht. Jetzt braucht auch noch zu trinken, ja. GG, Alter. It's time to say goodbye, würde ich sagen. Also ich bin gespannt, ob wir das mal irgendwann hinbekommen, dass ich so mal mega equipped bin. Und dass ich so mal mega lang überlebe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Bugs sind mir einfach im Weg. Ich glaube, die Bugs sind mir einfach im Weg. Ich meine, die Tiere... Klar, die Tiere könnte ich immer jederzeit töten. Oder... Oh, geil. Ach, das kann ich mitnehmen, ja. Da haben wir nicht Munition gehabt für die? I'm damn hungry. Naja. Und ich würde auch mal gerne so einen Spieler töten. Obwohl man nicht weiß, also man weiß es echt nicht, ich weiß es auch nicht, ob der Spieler gestorben ist, den wir angeschossen haben. Ihr wisst vielleicht noch so, das war ein bisschen dunkel zwar, aber I'm hungry. Aber ich glaube, ich habe ihn getroffen. Also ich habe ihn sowieso getroffen. Coole Mütze, Alter. Damn, I wanna drink. Aber ich habe den auch nicht mehr gesichtet dann, ne? Es könnte sein, dass er auch gestorben ist. So verblutet oder so, geht das hier? Aber leider habe ich es ja nicht gesehen, da ja die anderen Friendly Guys noch da waren und ich mich mit denen angeschlossen habe oder es zumindest versucht habe. Hey, hier liegt so viel Stuff rum, ne? Ich habe so ein Checkpot hier und ich kann es nicht nehmen, weil mein Charakter einfach nicht dazu in der Lage ist, diese Scheiße aus diesem fucking Rucksack zu nehmen. It's time to say goodbye, meine lieben Leute. Wir werden diesen Tag nicht mehr überleben. Wir gucken jetzt hier nochmal beim Abgrund hinunter und hoffen, dass irgendein Wunder passiert. Uns ein Spieler so ein Riegel ins Maul stopft oder uns ein Bär einfach mitnimmt und dafür sorgt, dass wir keine größeren Qualen mehr erleiden werden. Ich kann leider nichts tun. Ich bin machtlos hier an dieser Stelle. Wahrscheinlich ist es ein einfacher Knopfdruck, der verbuggt ist. Wahrscheinlich ist es der Rucksack. Man munkelt stark. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machst du es jetzt. Leute. 2 Folgen habe ich jetzt survived. 2 Folgen ist der Rekord. I'm hungry. Ich bin der Überking hier in diesem Game. Damn, I wanna drink. Weil ich einfach kann und drauf habe. Naja, das ist halt Survival Post Apocalypse Now. Sehr geiles Spiel. Sehr viel Potenzial. Ich bin gespannt, was uns das hier noch alles so bieten wird in Zukunft. I'm damn hungry. Wird aber wahrscheinlich dauern. Ne? Denn wie man sehen kann, ist es noch sehr am Anfang der Entwicklung. I'm thirsty. Und wir sagen hier einfach mal goodbye. Ich meine, die Sachen kann man wegschmeißen. Vielleicht komme ich da irgendwann mal hin und dann kann ich die nehmen. Und ich weiß, ich bin sehr optimistisch. I'm damn hungry. Aber wahrscheinlich einfach auch nur verzweifelt. Kann ich irgendwelche Tasten drücken? Geht's dir dann besser? Kann ich irgendwas machen für dich? K, L, E, D, S, T, Z, U. Nee, lol, U geht's auch ins Inventar. I need to eat something. Ich kann nichts für ihn tun. Es. Bis zum nächsten Mal bei Post-Apocalypse Now. Es ist mega laut. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Bis dahin, Leute. Bye.